Verzeihung, wenn ich da mal eben ganz kurz einhake. Nicht, aber wenn hier heute Abend schon von Politik gesprochen wird, nicht wahr? Ich habe doch heutzutage von Spionage, nicht wahr? Nicht schweigen. Nicht, ich möchte mich vielleicht kurz vorstellen, damit es hier nicht zu Missverständnissen hinsichtlich meiner Person kommt, nicht wahr? Mein Name ist Horchen. Heinrich von Horchen. Ich bin also der Gesangslehrer von Willi Fritsch, Marie Karek und dem ja mittlerweile leider auch allzu früh, nicht wahr? Unter tragischen Umständen verstorbenen jungen Eleven, Jopi hieß es. Nicht, die Einschläge kommen näher, nicht wahr? Aber ich kann nur sagen, wenn man hier von Politik spricht, dann muss man doch von Spionage, muss man auch nicht, was da die Amerikaner, nicht wahr, mit uns machen. Nicht mit dem NZSSA, nicht wahr? Das hat es ja immer schon gegeben, nur waren früher natürlich die technischen Möglichkeiten, nicht wahr, weitaus begrenzter. Ich weiß also noch damals, nicht zu Mata Haris Zeiten, nicht, da hatten die Spione ja nicht mal Tonbandgeräte. Nicht, wenn die ein Telefonat abhören wollten, dann mussten die ja alles, was die gehört haben, sofort, mussten die ja die Spione auf Watz wachseln, Wachswalzen, nicht wahr? Aufzeichnen. Nicht, das war natürlich sehr kompliziert, nicht wahr? In den Sommermonaten. Nicht, durch die Wärme, da ist es häufig passiert, dass den Spionen während des Abhörens die Wachswalzen zwischen den Fingern weggeschmolzen sind. Deswegen ging ja damals die Spionagesaison auch nur von September bis April. In Monaten ohne R war Spionage gar nicht möglich. Es hat sich heute nur noch bei den Muscheln gehalten. Da wurde ja früher auch viel mit Muscheln abgehört. Mit Hörmuscheln hat man aber dann aufgegeben, weil es so sehr gerauscht hat. Aber das ist ja heute nicht mehr. Heute haben die ja keine die Spione, keine Watzwachseln mehr, Wachswalzen mehr. Die haben ja heute die Mikrokips, nicht? Von der NSA. Da haben wir Mikrokips, Zips, Mitozits, Zips. Nicht? Da passt ja auf ein Mikrozits, Zips, passt ja schon alles drauf, was rund um den Globus den lieben langen Tag gesprochen wird. Nicht? Aber das hat natürlich auch Vorteile, auch für manche Abgehörte. Nicht? Da muss man auch mal sagen, hier in Bayern beispielsweise der Seehofener, nicht? Der sagt ja einen Tag so, einen Tag so. Nicht? Da kann er wenigstens ab und zu mal bei der NSA fragen, guck mal auf den Mikrokips, was ich gestern gesagt habe. Nicht? Das hat auch Vorteile. Nicht? Aber das ist ja nicht? Aber das meine ich ja gar nicht. Nicht? Ach, die Schweinerei ist ja mit den Amerikanern, nicht? Dass sie gesagt haben, der Präsident von denen, der Obama, der hat doch jetzt gesagt, hat er gesagt, wir sollen es mal nicht so haben, nicht? Mit der NSA, nicht? Der gewöhnliche Deutsche, hat er gesagt, nicht? Der gewöhnliche Deutsche ist gar nicht das Ziel der Überwachung. Nicht? Da muss ich schon mal sagen, das ist im Grunde genommen eine Unverschämtheit. Nicht? Der Satz grenzt ja an eine Beleidigung. Was soll denn das heißen, der gewöhnliche Deutsche? Nicht? Da muss man ja erst mal klären, was sich der Amerikaner gemeinhin unter einem gewöhnlichen Deutschen überhaupt vorstellt. Nicht? Das ist doch für den Amerikaner einer, der in Lederhosen und Seppelhut mit Nazi-Stiefeln Sauerkraut stampft. Nicht? Das, ja, das ist ungefähr das Bild, das die von uns haben. Nicht? Und das ist dann nicht das Ziel der Überwachung, weil die Amerikaner sagen, das ist ja nicht NSA, das ist NSU wahrscheinlich. Nicht? Das ist absurd. Da muss auch mal von wegen gewöhnliche Deutsche, muss man auch mal sagen. Ja. Gibt es überhaupt eine gewöhnlichere Deutsche, nicht, als diese Merkel? Deswegen ist sie doch bei uns auch so beliebt wie sonst nur Hundewelpen und Brückentage. Weil sie so gewöhnlich ist. Wenn sie da im Urlaub mit ihrem Sauer und der ganzen DDR-Verwandtschaft da in Italien am Strand rumhängt, nicht wahr? Nicht, wie so eine schaumgeborene Euro-Aphrodite, mit der Föhnfrisur da wie so ein Schutzhelm. Nicht? Das ist wahrscheinlich gar nicht Spießigkeit, wenn wir meinen, nicht? Das ist wahrscheinlich Strahlenabwehr, die Frisur, nicht? Gegen die Strahlen der Amerikaner. Nicht? Das war früher nicht, bei den Ägyptern beispielsweise. Nicht? Wenn die den Pharao abhören wollten, der hat da keine Mikrokips. Nicht die Zips, die hat noch nicht mal Watzwachseln. Die mussten ja sofort alles, was der Pharao gesagt hat, wenn sie abgeholt haben, in Hieroglyphen meißeln.
Nicht? Das war natürlich sehr kompliziert damals, die Spionage. Nicht? Stellen Sie vor, da sagt der Pharao beispielsweise, sagt er nur mal einen Satz, beispielsweise der Tutanchamun, sagt er die Kleopatra, nicht? Die Kleopatra, nicht? Da hat er ganz schön Holz vor der Hütte. Nur mal als Beispiel. Nicht? Tja, da muss der Sklave natürlich sofort einen Wald meißeln, nicht? Als Hieroglyphe für das Holz. Nicht? Dann muss er eine Hütte davor meißeln. Nicht? Dann merkt er im Moment, das Holz ist ja vor der Hütte, nicht die Hütte vorm Holz. Nicht? Dann muss er den Wald wieder wegmeißen, muss er vor der Hütte noch mal hinmeißen. Was sehen Sie? Nicht? Nicht? Und das ist ja laut. Nicht? Da kommt ja noch hinzu. Wie wollen Sie denn leise meißeln? Nicht? Das ist ja irgendwann auch dem dümmsten Pharao aufgefallen, dass er abgehört wird. Nicht? Das war im Grunde gar nicht Spionage damals, das war eher Protokoll. Nicht? Und dann gab es natürlich Streit. Nicht, weil der Sklave gesagt hat, Herr Pharao, können Sie mal ein bisschen lauter sprechen? Nicht, ich kann Sie uns gar nicht verstehen, während ich meißle. Nicht, dann hat der Pharao gesagt, ja, dann lass Sie mich doch erst mal ausreden, bevor Sie losmeißeln. Nicht, dann hat der Sklave gesagt, lass Sie mich doch erst mal ausmeißeln, bevor Sie reden. Ich kann ja sonst nicht hören, was Sie sagen. Dann sagt der Pharao, ja, ich muss doch erst mal was sagen, bevor Sie was hören. Nicht, daher kommt ja der alte Spruch vom Hören sagen. Nicht, pst, nicht,